Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb handeln und einige dazu passende Präpositionen an. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Handelt diese Geschichte. Sie handelt, Punkt, 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 einer Frau, die, Punkt, 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 handelt diese Firma. Sie handelt, Punkt, 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 teuren Produkten. Punkt, 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 handelt es sich hier? Hier handelt es sich, Punkt, 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 Mord. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Mit, B. Von, C. Worum, D. Womit, E. Wovon und F. Um. Setzen wir ein. Wovon handelt diese Geschichte? Sie handelt von einer Frau, die, das ist das Verb handeln von. Womit handelt diese Firma? Sie handelt mit teuren Produkten. Das ist das Verb handeln mit plus Dativ. Worum handelt es sich hier? Hier handelt es sich um Mord. Das ist das Verb sich handeln um plus Akkusativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Wovon handelt diese Geschichte? Sie handelt von einer Frau, die. Womit handelt diese Firma? Sie handelt mit teuren Produkten. Worum handelt es sich hier? Hier handelt es sich um Mord. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das kleine Wort zu an. Zuerst die Beispielsätze. Ich gehe, Punkt, 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 dir, Punkt, 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 Hause. Ich bin, Punkt, 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 dir, Punkt, 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 Hause. Soll ich etwas mitbringen? Nein, das brauchst du nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Tun. Ich habe nicht viel. Punkt, Punkt, Punkt. Tun. Und jetzt setzen wir ein. Ich gehe zu dir nach Hause. Zu dir, das ist eine Person. Nach Hause, wohin? Nach Hause. Ich bin bei dir zu Hause. Bei dir, das ist die Person, wo
Und zu Hause? Wo mit zu Hause? Soll ich etwas mitbringen? Hier steht kein zu. Auch wenn wir sagen würden, soll ich dir etwas mitbringen? Auch hier würde kein zu stehen. Nein, das brauchst du nicht zu tun. Zu steht wegen des Wortes brauchst. Brauchen zu plus nicht. Das brauchst du nicht zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Etwas zu tun haben. Und jetzt noch einmal alles. Ich gehe zu dir nach Hause. Ich bin bei dir zu Hause. Soll ich etwas mitbringen? Nein, das brauchst du nicht zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich hoffe, jetzt habt ihr zu ein bisschen besser verstanden. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, tschüss! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb gelingen und ähnliche Verben und die dazu passenden Pronomen an. Fangen wir also mit den Sätzen an. Er besteht ... Prüfung. Er schafft ... ... gelingt ... Er fällt nicht durch ... durch. Und nun die Lösungsmöglichkeiten. A. Ihm. B. Sie. C. Sie. D. Nichts. E. Sie. F. Die. Er besteht die Prüfung. Er schafft sie. Sie gelingt ihm. Sie gelingt ihm. Diese beiden Sätze sind ein bisschen gleich. Er besteht die Prüfung, er schafft sie, sie gelingt ihm. Er schafft sie und sie gelingt ihm bedeuten dasselbe. Er schafft sie mit Akkusativ, sie gelingt ihm mit Dativ. Er fällt nicht durch sie durch. Das heißt, er besteht sie. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Er besteht die Prüfung, er schafft sie, sie gelingt ihm, er fällt nicht durch sie durch. Ich hoffe, dass ihr die Prüfung auch besteht und bis bald. Gebt mir bitte ein Like und teilt das Video. Und wenn euch der Kanal gefallen hat, werdet bitte Mitglieder. Bis dann, ciao. Und jetzt eine Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Themen an und beginnen mit den Sätzen. Sie geht, Fluss. Er geht, Fluss entlang. Sie kommt, Fluss entgegen. Sie gehen, die Brücke, andere Seite, Flusses. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Des, B. Den, C. An, D. Zum, E. Ihm, F. Am, G. Auf und H. Über. Setzen wir ein. Sie geht zum oder an den Fluss. Zum ist eher die Richtung, an ist wirklich an den Fluss. Sie geht den Fluss entlang oder sie geht am Fluss entlang. Hier haben wir das Verb entlang gehen. Meistens steht es mit Akkusativ, kann aber auch mit am stehen, am Fluss entlang. Sie kommt ihm entgegen. Entgegenkommen plus Dativ. Sie kommt ihm am Fluss entgegen. Am kann man auch weglassen. Sie gehen über die Brücke. Akkusativ. Über die Brücke. Auf die andere Seite. Sie gehen über die Brücke auf die andere Seite. Das ist jeweils Wechselpräposition mit Akkusativ. Wohin? Und des Flusses ist Genitiv. Auf die andere Seite des Flusses. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Sie geht zum oder an den Fluss. Er geht den oder am Fluss entlang. Sie kommt ihm am Fluss entgegen. Sie gehen über die Brücke auf die andere Seite des Flusses. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss.